Ja, und was hier im Preis bei Solifair dabei ist, das sind Landsites. 3000 Stellplätze in ganz Europa. Aha. Ich sag jetzt mal, schon wieder eine neue App? Oder steckt da mehr dahinter? So, hier ist der Sebastian. Sebastian, hi. Genau. Servus, du kannst mir ein paar Fragen dazu beantworten. Richtig. Ich habe bei mir 20 Apps gefühlt auf dem Handy oder 2 Dutzend oder so irgendwie sowas. Mhm. Warum soll ich jetzt eure auch noch dazu nehmen? Ja. Wenn wir einmal rübergehen, kann ich das so ein bisschen zeigen. So. Muss ich den Kollegen kurz einmal vorbeischieben? Genau. Also, was Vanside da vor allem auszeichnet, sind 2 Dinge. Das erste ist, wir haben eine hohe Anzahl verifizierter Stellplätze. Verifizierte Stellplätze erkennt man bei uns immer an den Haken. Und diese Plätze zeichnen sich dadurch aus, dass wir eine besonders hohe Bildqualität haben, dass wir da persönlich vor Ort waren und diese Plätze inspiziert haben. Ja. Normalerweise, wie das bei Vanside so ist, machen wir eine digitale Sichtkontrolle. Das heißt, wir gucken uns das Inserat an, bevor wir es freigeben. Schauen mal online, existiert der Platz so überhaupt? Ist der Gastgeber eine echte Person? Sehr gut. Prüfen also auf Plausibilität. Ja. Und bei diesen Plätzen fahren wir die persönlich an, im Team. Das sourcen wir nicht aus. Fotografieren den Platz, um dem Endnutzer im Prinzip den transparentesten Eindruck vom Platz zu geben. Nicht nur den schönsten Eindruck. Ja. Das sind schöne Bilder, die wir hier machen. Ja. Ganz ehrlich, wir wissen, es ist noch viel wichtiger, nicht nur, dass man da schöne Bilder hat, sondern dass man sieht, wie man da wirklich steht. Das heißt, wir machen auch Drohnenaufnahmen in Teilen. Wir fotografieren in jedem Winkel, haben die Zufahrt mit drauf, was vor allen Dingen auch wichtig ist, wenn man größere Fahrzeuge hat. Oder wenn man sucht, ne, wo die Zufahrt ist, ja, sehr gut. Mhm. Oder auch ganz wichtig, ich bin persönlich Wohnwagenfahrer, ich habe so einen 40 Jahre alten GFK-Wohnwagen. Ich muss ganz genau wissen, dass ich da auch durchkomme, sonst habe ich ein Riesenproblem. Weil wenn ich da vorwärts nicht reinkomme, heißt es nicht unbedingt, dass ich da rückwärts wieder rauskomme. Das ist dann immer ein bisschen schwieriger. Und um da noch einen Schritt weiter zu gehen, haben wir sogar 360-Grad-Bilder bei uns mit auf der Plattform für die verifizierten Plätze. Das heißt, ich sehe ganz genau, wo ich stehe. Weil, wenn ich jetzt mal angenommen, ich habe hier so dieses Bild, sehe, okay, hier ist das Grüne, ich habe hier eigentlich das alles für mich alleine, kann das ja suggerieren. Das ist schön, das hilft, das würde uns auch helfen, diesen Stellplatz zu verkaufen. Aber wir wollen ehrlich sein. Das heißt, wir geben dem Nutzer die Möglichkeit, hier hin zu scrollen und zu sehen, okay, da sitzt auch mal jemand. Ja, sehr gut. Ist nicht perfekt unbedingt. Also wäre das jetzt ein Werbefoto, dann würden wir das natürlich lieber nicht zeigen wollen. Aber wir wollen, dass ihr das beste Erlebnis habt. Wenn ihr da in den Kühlschrank aufmacht und euch draußen hinsetzt, dass ihr dann wisst, hey, da könnte vielleicht mal jemand sein, der auch mal guten Tag sagt. Ja. Arbeitet ihr mit Roadfans zusammen? Ja, Roadfans ist einer unserer Kooperationspartner auch. Wir arbeiten da mit mehreren Wohnmobilvermietern zusammen. Die geben unter anderem ihren Kunden auch einen Rabatt, wenn sie Vanside-Stellplätze nutzen. Aktuell, und die haben uns hier auch freundlicherweise ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt, mit dem wir die Verifizierung durchführen können. Jetzt habe ich noch die Frage, ihr habt gesehen, 3000 Stellplätze. Genau. So gerät mir das, ihr habt 3000 verschiedene Stellplätze oder wie muss ich das verstehen? Nein, wenn wir von Stellplätzen sprechen, meinen wir im Prinzip die einzelne, auch wenn wir hier keine richtigen Parzellen haben, aber wir meinen den einzelnen Spot, auf dem man mit dem Fahrzeug stehen kann. Aha. Was wir dann aber haben, sind 1600 Gastgeber. Das sind individuelle Stationen oder Plätze, sage ich jetzt mal, also individuelle Punkte auf der Karte, wo man stehen kann. Erzähl weiter, ja, gerne. Aha, okay. Genau. Und das ist halt ganz wichtig für die Differenzierung, weil wenn es darum geht, wie groß die Angebotsvielfalt eigentlich ist, da muss man natürlich wissen, wie viele individuelle Locations gibt es eigentlich, die ich anfahren kann. Und das ist uns vor allen Dingen wichtig, weil wir darauf halt einen Fokus legen, dass wir in ganz Europa ein flächendeckendes Angebot schaffen. Und dann ist es halt nicht wichtig, wie viele Plätze ich hier auf den einzelnen Spots habe, das wäre dann nicht wirklich aussagekräftig, sondern auch, wie weit ich auf der Karte weggehen kann und dann auch mal meine Plätze da habe. Sehr gut. Mhm. Aber das sieht ganz dicht aus. Ihr wächst noch weiter. Genau. Was habt ihr euch Ziele gesetzt? Ja. Also aktuell sieht es bei uns so aus, dass wir primär die Qualität erhöhen. Wir wollen die Verifizierung nach vorne bringen, weil ich muss jetzt mal eben kurz einmal gucken, ob hier ein Platz mit dabei ist, der noch... nicht verifiziert da ist. Ja, nicht verifiziert ist hier. Genau. Wir arbeiten mit privaten Gastgebern, die stellen uns ihre Bilder zur Verfügung. Ja. Und dann kriegen wir auch manchmal solche Bilder oder solche Bilder. Da kann sich der Camper, auch wenn es schön aussieht, nichts drunter vorstellen. Ja. Wir haben uns für uns jetzt persönlich gesagt, uns ist es wichtiger, dass wir am Ende des Tages 2000 verifizierte, hochqualitative Stellplätze am Markt haben, die dann so aussehen. Ja. Messe, Internet ist manchmal schon so eine Sache. Mit Camperboys arbeiten wir übrigens auch zusammen, nicht nur mit Roadfans. Sehr gut. Das ist uns wichtiger,
als dass wir dann am Ende 10.000 Plätze haben, die dann im Zweifelsfall 300 Meter voneinander entfernt liegen. Das bringt dem Camper keinen Mehrwert. Wir wollen da wirklich ein hochqualitatives Angebot schaffen. Cool. Genau. Und allerdings, du hast es gerade schon gesagt, wir haben uns jetzt schon ein bisschen entwickelt. Wir haben Frankreich, Italien, Spanien jetzt frisch in diesem Jahr mit dazugeholt. In den nächsten Jahren wollen wir dann vor allen Dingen erstmal Richtung Nord- und Osteuropa gehen. Gut, und ja, noch die Benelux-Länder mitnehmen. Ja, sehr schön. Ja, Frankreich, Italien, Spanien reicht mir persönlich erstmal. Vielen Dank. Noch vielleicht? Bitte. Habt ihr irgendwo was, gibt es Maximalpreise? Ja, ja. Oder gibt es einen Preisbereich, wo man sagt, es bewegt sich dazwischen, weil für eine Wiese zahle ich vielleicht einen Zehner in der Nacht? Ja. Oder wenn ich aber vielleicht einen schönen gekiesten Platz habe oder einen Stellplatz mit Strom und vielleicht sogar noch eine Toilette und Sanitärgebäude, wenn sowas angeboten würde, wird es sicherlich mehr sein. Ja, also grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir unserem Gastgeber erstmal Preisfreiheit geben, weil jeder Gastgeber, gerade auch wenn die Bilder noch nicht so top sind, weiß am besten, wie es bei sich zu Hause aussieht und wir wollen ihm da nicht zu stark reinreden. Was wir allerdings machen, ist, wir prüfen diese Inserate, die eingestellt werden, und wenn wir den Eindruck haben, da schießt jemand völlig übers Ziel hinaus, was ja auch durchaus nachvollziehbar ist. Mhm. Viele der Gastgeber, mit denen wir zusammenarbeiten, haben keinen Bezugspunkt zum Camping. Dann rufen wir da an und sprechen mit dem und geben dem auch unsere Empfehlung, was wir glauben, was er für seinen Platz nehmen kann. Gut. Das ist immer so ein Service, den bieten wir mit. Mhm. Aber nichtsdestotrotz liegt die letztliche Entscheidung, wie hoch der Preis ist, an dem Gastgeber, der diesen Preis bestimmt. Wir wollen da nur als Berater, als Unterstützer mit fungieren, aber nicht als denjenigen, der vorgibt, du darfst nur x Euro dafür nehmen, weil letzten Endes weiß man auch nicht ganz genau immer, was da noch mit dazukommt. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Gastgeber dabei hat, der zu dem Stellplatzaufenthalt dann noch sagt, komm, wir trinken noch eine Flasche Wein zusammen oder ich zeig dir mal hier das Gelände und wo, und der hat das alles immer mit dabei und möchte das auch so machen, dann kann er auch mal 35 Euro dann nehmen für ein Wochenende. Aber dann weiß ich das ja auch vorher. Genau. Gut. Klingt interessant. Wie bezahlt man eigentlich, habe ich gefragt. Das fiel mir während des Interviews nicht ein. Ihr bezahlt nicht vor Ort beim Anbieter, sondern ihr schaut in der App, ihr sucht in der App, ihr reserviert in der App und ihr zahlt auch über die App. Das ist also ein Verhalten, was man ganz oft in letzter Zeit sieht. Sehr bequem, ohne große Schnittstellen, in der App bezahlen. Und apropos bezahlen, hier gibt es ja den Jahrespass. Ein Jahr alle Vanside-Stellplätze abfahren für eine Flatrate, also für einen Jahrespass, für einen pauschalen Preis für 349 Euro. Der Messepreis ist hier 299 Euro. Und mit dem Code Caravansalon 2023, ich blende euch den hier unten ein, bitte auf Groß- und Kleinschreibung achten, bekommt ihr bis zum 10. September auch den Messepreis in Höhe von 299 Euro. Ist das ein Ding? Finde ich auch. Und meine Hoffnung ist ja, dass ich innerhalb der nächsten 2-3 Jahre irgendwie jemand findet, der so eine Meta-App entwirft, wo man vielleicht unter einem Dach, aber das gibt es glaube ich schon, ne? Es gibt ein paar Ansätze und... Ja? Es gibt ein paar Partner, mit denen wir da zusammenarbeiten. Okay. Unter anderem zum Beispiel Camping App EU, bei denen wir auch gelistet sind. Unter anderem. Guck mal an, das ist doch schon mal ein schöner Hinweis. Und Sebastian, vielen Dank für die Erläuterung und dann wünsche ich euch viel Erfolg hier auf der Messe. Ja, danke. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.